Ja, wir fangen ein bisschen früher an, weil die Polizei etwas unruhig geworden ist, weil Marco schon so viel redet, bevor es angefangen hat. Deswegen fangen wir jetzt einfach, um kooperativ zu sein, ein paar Minuten früher an. Erstmal bin ich ganz überwältigt, wie voll der Alexanderplatz ist. Das ist ja wunderbar, dass wir viele werden heute. Das war mein großer Wunsch. Das sieht schon mal gut aus. Also wir müssen gucken, wenn wir jetzt immer mehr werden, dann verteilen wir uns Richtung Weltzeituhr schon mal weiter. Und von dort aus geht die Route ja Richtung Rotes Rathaus. Also diese Grunerstraße entlang, da könnte man dann ausweichen, weil der Zug sowieso da lang geht. Ne? Also bevor jetzt Engpässe entstehen, schaut bitte selber mit drauf, dass die Mindestabstände gehalten werden und damit wir losmarschieren können auch gleich bald. Also wir werden hier noch kurze Begrüßung haben und ein paar Begrüßungsworte, aber nicht lange und dann geht's los. Gut, also nochmal kurz zum Bescheid. Also ich lese euch jetzt mal die wesentlichen Sachen vor. Der ist auch in meinem Telegram-Kanal geschwärzt und kommentiert drin, dass ihn auch jeder sehen kann, falls es irgendwelche Diskussionen geben sollte mit Teilnehmern, mit der Polizei. Also wenn ihr meinen Namen schreiben könnt, die meisten können es. Für die, die mich noch nicht kennen, H-A-I-N-T-Z. Im Telegram-Kanal ist der Bescheid drin. Wir sollen die wesentlichen Sachen verkünden, da das aber alles nur bezüglich des LKWs ist das nicht für die Öffentlichkeit, deswegen muss ich es auch nicht verkünden, weil das wir im Zweifel selber machen. Was ich aber nochmal mache, ist, ich lese den Hinweis vor. Das heißt, das, was jetzt kommt, ist ein Hinweis, auch hier bitte an die Polizei, das ist keine Auflage. Es macht rechtlich einen großen Unterschied, ob ich einen Hinweis oder eine Auflage habe. Also, es wird darauf hingewiesen, dass nach § 1 Absatz 2 der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung die Einhaltung des Mindestabstands von Personen zueinander, Klammer auf, 1,5 Meter, Klammer zu, sowie der Hygieneregeln nach 5 Absatz 2 und so weiter jederzeit zu gewährleisten ist. Gemäß 4 Absatz 2, ja, wie gesagt, ihr könnt es in meinem Kanal nachlesen, wer es noch nicht weiß, ja. Ich kann zwar lauter schreien, aber dann werde ich taub, weil ich neben der Box stehe. Das wollen wir nicht. Also, jetzt die wichtigste Auflage. Es wurde nochmal geändert, kürzlich, auch die neueste Corona-Verordnung ist in meinem Telegram-Blog drin. Alle Teilnehmer haben auf einer Versammlung von mehr als 100 Personen grundsätzlich eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. So. Dass die Polizei keine Probleme mit uns hat. Aber diese Wertung wollte ich nochmal vorlesen, ich habe es ja gerade schon gesagt. Warum werde ich gerade gefilmt, bitteschön? 12a Versammlungsgesetz, warum filmen Sie mich? Bitte machen Sie die Kamera aus. Ist sie aus? Nein, der Herr richtet sie auf mich. Wo ist die erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung? Machen Sie bitte die Kamera aus. Sie haben kein Recht hier zu filmen, ansonsten möchte ich jetzt den Einsatzleiter, der mir sagt, warum hier momentan gefilmt wird. Bitte nehmt die Rücknummer des Polizeibeamten auf. Warum Sie uns hier filmen. Sie haben dazu kein Recht. Na, ihr habt schon eine Studie, wollt kein Schild mittragen. Ja, natürlich filmen Sie mich. Warum werde ich hier gefilmt? Ich lese hier die Corona-Verordnung des Landes Berlin ab. Machen Sie die Kamera aus. Ja, aber das darf er nicht. Ja, gut. Also offenbar interessiert das nicht. Dann lasst den Herr weiter filmen. Ich lerne da noch was zu machen. Also 12a Versammlungsgesetz steht drin und im 19a ist ein Verweis darauf. Unabhängig davon, wenigstens wir halten uns an die Regeln. Also, könnt ihr bitte diese Gitarre darunter nehmen? Weil der Film deswegen, also nach 12a darf man filmen, wenn eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung besteht. Markus Heinz liest ja gerade die Berliner Corona-Verordnung vor. Deswegen wird gefilmt, weil die Berliner Corona-Verordnung stellt eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung dar. Insofern ist es nicht nur sein Recht zu filmen, es ist seine Pflicht zu filmen. Ich habe gerade eine Information bekommen, dass die Polizei vermehrt
nach Attesten kontrolliert und diese Atteste dann einzieht. Das Problem ist, wenn in der Corona-Verordnung steht, dass man einen Attest haben soll und die Polizei das einzieht, dann hat man es ja nicht mehr. Jetzt würde ich gerne von dem Einsatzleiter wissen, ob für den Fall, dass die Atteste eingezogen werden, das Einziehungsprotokoll, das Sicherstellungsprotokoll als Attest gilt für die Zukunft. Diese Information bräuchte ich bitte, weil ansonsten ist es völlig widersprüchlich und rechtswidrig, ein Attest einzuziehen, nur weil ein Mitarbeiter einer Ordnungsbehörde oder der Polizei glaubt, dass dieses Attest nicht rechtmäßig wäre. Das heißt, damit demjenigen, der ein Attest hat, dieses entzieht und dafür dann die Gefahr herstellt, dass in der nächsten Kontrolle ein solches Attest nicht vorhanden ist. Deswegen würde ich gerne bitte wissen, ob hier bei dieser Versammlung, sollte ein solches Attest eingezogen werden, das Sicherstellungsprotokoll in Zukunft als Attest gilt. Was wir hier machen, sind Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände, ja? Diese Gefahr, die Sie für die öffentliche Ordnung, Sicherheitsordnung sehen, ist eine solche, die der Berliner Senat mit einer Ordnungswidrigkeit belegt hat. Wenn es so gefährlich wäre, Abstandsgebot und auch Mund-Nasen-Bedeckung, dann müsste es ein Straftatbestand sein. Dann müsste es heißen, wer keine Maske trägt, bis zu 5 Jahre Gefängnis. Wer den Abstand nicht einhält, bis zu 3 Jahre Gefängnis. Dann wäre es eine Straftat. Dann wäre es eine erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Und das, was Sie gerade machen, ist immer noch rechtswidrig. Aber was mir das natürlich auch zeigt, ist, dass man für Argumente teilweise nicht mehr empfänglich ist, außer, so wie es der Ralf schon gesagt hat, die Verordnung selber ist das Problem, was ich im Übrigen auch so sehe. So war es natürlich auch nicht auf dem Handy. Das nächste Problem, das ich geben könnte, wenn ich meinen Attest auf dem Handy habe, dass die Polizei sagen könnte, okay, wir sichern das Handy jetzt mal als Beweis. Haben wir auch schon gehabt. Also auch das bitte berücksichtigen, dass es passieren könnte. Grundsätzlich in einem Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand muss ich eigentlich nur meinen Namen angeben. Die Polizei kann das dann kontrollieren, kann das aufnehmen und dann kann sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige machen. Ja? Das ist ihr gutes Recht, beziehungsweise das ist das, was der Staat praktisch festgelegt hat und was die Polizei kontrolliert. Allerdings weise ich jetzt die Polizei doch nochmal darauf hin, wenn die Menschen den Abstand einhalten, dann sind die Einzigen, die das Infektionsrisiko erhöhen, die Polizeibeamten, die die Atteste kontrollieren und die die Mund-Nasen-Bedeckung kontrollieren, die nur aus dem Grund da ist, das Infektionsgeschehen zu verringern. Das heißt, jeder, der im Abstand steht, dann erhöht die Polizei das Risiko. Das ist nicht sinnvoll. Gut, dann würde ich gerne als Beginn nach der ganzen anfänglichen Aufregung sagen, wir kommen mal ein bisschen runter und beginnen mit einer kleinen Minute der Stille. Das kann sehr kraftvoll sein, wenn so viele Menschen zusammen in die Stille gehen. Ja, wenn ihr möchtet, legt die Hand aufs Herz. Das hilft manchmal mehr zu sich zu kommen, seine Mitte zu finden inmitten von allem. Inmitten von Chaos, inmitten von Aufregung, inmitten von vielen Menschen. Ihr könnt auch, wenn ihr mögt, kurz die Augen schließen. Das hilft manchmal auch, wenn man eine Sinnespforte schließt, dass einfach nicht ganz so viele Eindrücke einströmen. Und dann lasst uns einen Moment einfach ganz bei uns sein, den Kontakt zum Boden spüren, unter den Füßen die Erde, die uns trägt, auch in dieser Situation, in jedem Moment zuverlässig trägt. Egal wie das Außen ist, die Erde ist da, der Himmel ist immer da, die Erde ist immer da. Also als Menschen verbinden wir Himmel und Erde miteinander. Spür die Erde unter deinen Füßen und nimm die Aufrichtung nach oben wahr. Die Aufrichtung über die Wirbelsäule bis zum Scheitelpunkt, bis darüber hinaus noch bis in den Himmel hinein. Mit Liebe, mit Frieden, mit Freiheit, mit Wahrhaftigkeit, was ihr euch wünscht. Ja, dann lassen wir das ausstrahlen und in diesem Spirit beginnen wir jetzt unseren Marsch. Ja, los geht's! Thank you.
Virus hat Berlin erreicht. Ganz herzlichen Dank an diese Menschen, die heute alle Auflagen erfüllen. Die Polizei hat auch schon gefilmt, denn es gibt tatsächlich etwas wirklich Kriminelles hier. Und das sind die Corona-Verordnungen. Sie sind nicht nur kriminell, sie schaden auch gesundheitlich. Auch Gründer des außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses. Ich kann allen, die noch nicht so informiert sind, eine gute Nachricht geben. Wir haben hier keine medizinische Pandemie. Mit einem Virus infizierte Menschen sind keine kranken Menschen. Nochmal. Das, was Sie hören in den Medien von der Regierung, infizierte Menschen sind nicht gleich kranke Menschen und sind nicht gleich schwer kranke Menschen. Und zum Glück haben wir hier nicht mehr kranke Menschen in den Krankenhäusern als sonst. Das ist eine gute Nachricht. Und genau deswegen ist die Pandemie nationaler Tragweite nur in der Angst und in den Köpfen derjenigen, die es hier entschieden haben. Quarantäne ist, wenn man kranke Menschen teilt. Tyrannei ist, wenn man gesunde Menschen teilt. Und Dummheit ist, wenn man beides nicht unterscheiden kann. Vielen Dank für die Luft. Die Polizei hat uns jetzt gesagt, dass man uns nicht loslaufen lässt, bis nicht entweder alle eine Maske aufhaben, sinngemäß, oder alle kontrolliert wurden. Als allererstes, wir haben das alles schon mal gehabt, setzt euch doch alle mal hin. Es ist, glaube ich, heute warm genug. Setzt euch mit Abstand hin und dann verhandelt ihr so lange mit der Polizei. So. Polizei als weniger, als milderes Mittel das Vorgehen der Nürnberger Polizei darlegen, das von drei Wochen passiert ist. Vor drei Wochen hatten wir in Nürnberg die gleiche Situation. Der Einsatzleiter hat seinen Job sehr gut gemacht und er hat gesagt, da wo der LKW losfährt, da machen wir einen Kontrollpunkt. Da können die Menschen links die mit Maske, rechts die mit Attest und dann kann man loslaufen. Das waren 3000 Teilnehmer, das hat perfekt zu funktionieren, das könnte die Polizei Berlin natürlich auch heute und hier tun. Weil eine Versammlung überhaupt nicht erst loslaufen zu lassen, weil manche angeblich gegen Verordnungen verstoßen, was ja jetzt überhaupt nicht klar ist, es ist eine Störung einer Versammlung. Eine grobe Störung einer Versammlung ist halt leider auch ein Strafverfahren. Leute, mit dem Hinsetzen. Setzt euch einfach alle mal hin, wirklich. Wir haben das am 1. August gemacht, da war die Situation ähnlich. Setzt euch einfach hin. Also wer das natürlich aus gesundheitlichen Gründen vertreten kann. Dass wir einfach mal zeigen, wir sind friedliche Demonstranten, die leider in einer Stadt demonstrieren müssen, die diesem Recht teilweise nicht so genau nehmen. Setzt euch alle hin. Die YouTuber, die filmen natürlich nicht, ihr könnt weiter filmen. So, ich würde jetzt auch nochmal an die Polizei adressieren, dass wir soweit wären. Die Polizei hat kein Problem, am Ausgang die Kontrollstation einzurichten. Wir haben ja genug Zeit. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und deswegen bitte ich das jetzt zu tun. Weil es gibt durchaus einige Menschen hier, die eine Maske tragen. Und denen können sie nicht pauschal das Versammlungsrecht verbieten. Wir haben außerdem, wenn wir loslaufen, eine wesentlich größere Fläche zur Verfügung, nämlich die komplette Kundgebungsfläche, die kompletten Straßen und können daher sogar noch viel größere Abstände einhalten. Es wäre also im Sinne des Infektionsschutzes sehr anzuraten, bevor sich dieser Platz möglicherweise weiter füllt,
was wir am 29. August auch schon hatten. Das heißt, wenn es der Polizei um Infektionsschutz geht, dann sollte man Tonnen meinetwegen kontrollieren und den Zug laufen lassen, dass sich das entzerrt. Das wäre anständige Polizeiarbeit. Gesagt hätte, dass ich das Ganze ins Lächerliche ziehe, und die Meinung können Sie haben. Aber das sehe ich als Rechtsanwalt ein bisschen anders, weil ich habe Ihnen jetzt ein paar Mal gesagt, was es für Möglichkeiten gibt, und leider werden die nicht geachtet. Und wenn die Polizei sagt, wir kontrollieren, ihr geht in die Mindestabstände. Ihr schafft Infektionsgeschehen. Eure Aufgabe ist, das Gegenteil zu machen. Überlegt, wer ist der Polizeistaat in Deutschland eigentlich, der Prüfungsurteil gehört. Die Entscheidung
Es ist etwas schwierig, mit zwei Mikrofonen zu sprechen. So, ich bin jetzt mal gespannt, wie das hier läuft. Mir hat ja hier gerade der Verbindungsmann gesagt, dass das, was ich tun würde, rechtlich nicht sauber ist. Deswegen muss ich jetzt schon mal darauf hinweisen, für den Fall, dass die Berliner Polizei beabsichtigt, mich mal in den Arm zu nehmen, weil ich ja rechtswidrig bin, dass der Verbindungsmann zu mir gesagt hat, ich habe ihn gefragt, weil er diese Information hernimmt. Es ist eine genehmigte Versammlung, die nicht verboten ist. Und eine genehmigte Versammlung muss man die Polizei zunächst mal nicht fragen, ob die Teile wieder rauskommen. Wenn ich mich verärgere, bin ich nicht darum, rechtlichen Hinweis zu geben. Ich möchte mich über die Polizei leider auch rechnen, dass ich heute als Rechtsanwalt in die Gewahrsam genommen werde. Nicht, weil ich gegen Recht und Gesetz verstoßen habe, mache ich nämlich nicht, sondern wir haben vielleicht einfach mal wieder versucht, die Menschen auszuziehen, die hier den Mut haben, ihre Stimme zu erheben und die der Polizei sagen, da bin ich ja nicht der Einzige, was sie darf und was sie nicht darf. Alle 4 Jahre wählen zu gehen, sondern unsere Meinung auch, unsere andere Meinung auf der Straße zu vertreten. Hallo, einen schönen Sonntag euch. Hallo. Hallo, schönen Sonntag. Ja, wir grüßen euch. Liebe Mitmenschen, wir sind keine Menschen, die euch Angst machen. Wir reden nochmal mit euch. Thank you.
Ich denke, dass ich da heute auch zum Sprechen kommen werde, wie viele andere gute Leute auch. Aber es geht um die Fakten. Deswegen ACU2020.org. Dort sind Fakten auch international in 10 Sprachen vorhanden. Für all diejenigen, die heute nicht da sind, für all diejenigen, die noch nicht so informiert sind. Ich kann nur alle bitten, habt Geduld, seid friedlich. Ja? Die Spaltung, die durch unsere Gesellschaft geht, dürfen wir nicht vergrößern. Es ist schon mehr als fahrlässig, dass unsere Politiker das machen, dass sie mehr Angst vor den Fraktionsvorsitzenden haben, als vor den Souveränen. Und das sind wir. Ganz ehrlich, mit gesundem Menschenverstand. Wir sehen doch, dass wir hier keine gemeingefährliche Krankheit haben, von der wir geschützt werden müssen. Und wenn den Politikern und den mächtigen Oligarchen so die Gesundheit am Herzen liegen würde, warum wird dann nicht das Rauchen verboten oder zumindest die Werbung dafür? Es ist doch eine Farce. Wir wissen doch auch, dass diese Masken noch gar nicht helfen. Ganz abgesehen davon, dass das sowieso eine Show ist, es geht hier nicht um das Medizinische, sondern um etwas Wirtschaftliches und Kriminelles. Die Fakten dazu hat Ernst Wolf, der auch hier in Berlin ist, schon gut dargelegt. Ich kann nur seine Videos empfehlen. Ja, Ernst Wolf für das Wirtschaftliche und Finanzielle und für das Medizinische. Auch nochmal gibt es viele gute andere.
Das ist nicht rechtens. Wir wollen zurück zu dem Grundgesetz und wir wollen etwas Besseres, etwas Neues aufbauen. Wir wollen nicht das New Normal. Und wir wollen auch ganz sicherlich nicht die alte Normalität haben. Denn genau die hat uns in diese Situation geführt, zu diesem New Normal, zu dieser neuen Normalität, in der Überwachung Trumpf ist, in der Denunziation Trumpf ist, ja, und so vieles an Kollateralschäden. Es sind so viele Menschen gestorben, Depressionen, sie sind in den Selbstmord getrieben worden. In Australien sind jetzt sogar 4 Babys gestorben, weil sie ihre medizinische Behandlung nicht bekommen haben, weil die Grenzen dicht gemacht worden sind. Und genau das droht uns jetzt auch. In Irland, in Spanien ist es schon soweit. Wie lange wollt ihr eigentlich noch warten, bis das hier so ist, bis ihr Arzt nicht mehr raus dürft? Wie lange wollt ihr warten? Deswegen noch ein letzter Appell auch an alle verantwortlichen Väter und Mütter. Ja, sehr schön. Die Kinder, die wissenschaftlich erwiesen, kein Risiko haben, überdurchschnittlich an Covid-19 zu erkranken und die auch kein überdurchschnittlicher Träger dieses Virus sind, die werden hier transaliert mit Masken. Und das ist insbesondere eine psychische Tortur. Viele erleiden dadurch einen psychischen Schaden und viele auch körperlich. Wollt ihr euch wirklich ganz hart von euren Kindern irgendwann mal fragen lassen, Papa, Mama, wart ihr zu dumm oder zu feige? So. Wir eröffnen hiermit offiziell die Versammlung und hoffe, dass wir hier friedlich die nächsten Stunden verbringen können. Okay. Ich werde nochmal darauf hingewiesen, bitte achtet auf die Abstände. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir hier tun können und tun müssen. Geht's mittlerweile etwas besser und ich halte auch meinen rechten Arm hin. Ihr könnt mich nicht unterdrücken und ihr könnt mich hier nicht zurückhalten. Wovor hat die Stadt Berlin Angst, dass sie hier für heute und für morgen oder für gestern und heute 500 Bundespolizisten haben einfliegen lassen? Ich kann es nicht verstehen. Wir brauchen keine Bundespolizisten, um diese Versammlung schützen zu lassen. Wir wissen alle, warum wir hier sind. Und wir wissen auch alle, dass die Demokratie im Moment gefährdet ist. Ich habe gestern Michael Wallwitz schon Bescheid gegeben und vielen anderen. Und ich sage es hier auch. Ich habe angemeldet, nachdem Michael Ballweg für den 31.12. nach Berlin wieder eingeladen hat, eine Versammlung abzuhalten wieder in Berlin, die dauert bis 1 Uhr. Daraufhin
Daraufhin habe ich gesagt, dann melde ich eine Versammlung wieder in Berlin ab 1:01 Uhr. Aber, liebe Leute, das reicht mir nicht. Ich habe vorgestern daraufhin Folgendes getan und ich lese den Text vor. Diesen Text habe ich vorgestern an 16 Landesregierungen geschickt. Folgender Text. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit melde ich folgende Versammlung unter freiem Himmel an. Demonstration unter dem Motto, ein neues Zeitalter der Freiheit und Menschlichkeit. Anmelder sind Querdenken Duisburg, Querdenken Dortmund in Verbindung mit Querdenken Miltenberg. Ort der Versammlung, das gesamte Bundesland. Startdatum, wie schon gesagt, am 01.01.2021 um 1:01 Uhr. Dauer der Versammlung unbegrenzt. Anzahl der Teilnehmer, alle Einwohner des Bundeslandes. Sonstige Informationen. Wir sind ein freies Volk und mit unveränderlichen Grundrechten ausgestattet. Diese werden wir ab dem 1. Januar 2021 in eigener Selbstverwaltung uneingeschränkt ausüben. Dies steht uns als Souverän dieses Landes oder Staates mit Bezug auf die international geltenden Menschenrechte sowie mit dem bestehenden Grundgesetz unseres Landes zu. Wenn bis zu diesem Zeitpunkt unsere Grundrechte nicht wieder uneingeschränkt zustehen und absehbar die uns zustehenden rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft scheinen, erfolgt diese Anmeldung bzw. findet diese Versammlung unter Anwendung von Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4 statt. Ich fordere hiermit alle Initiativen, alle Organisationen, alle, die freiheitlich denken, auf, sich an dieser Versammlung zu beteiligen. International. Ich habe schon die Bereitschaft aus Österreich, aus Liechtenstein, mit der Schweiz stehe ich in Verbindung und mit Polen. Dieser Aufruf wird in den nächsten Tagen weiter veröffentlicht und verbreitet. Die Welle der Freiheit wird am 01.01.2021 von Berlin ausgehen. Es sei denn, wir schaffen es am 7.11. schon in Leipzig. So, das war erstmal das Wichtigste, was ich zu sagen habe. Und ich übergebe das Mikrofon jetzt an den Herrn, der gerade schon Programm gemacht hat, vorne auf der Laterne. Heiko Schöning! Wo sind Sie denn, unsere gewählten Abgeordneten? Wo sind Sie? Gibt es denn etwa nicht einen Grund, zum Beispiel einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzuberufen? Haben wir denn nicht hier die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg? Haben wir denn nicht hier eine stark erhöhte Depressions- und Suizidrate? Haben wir denn nicht hier Spaltung und Verzweiflung in unserer Gesellschaft? Haben wir denn etwa nicht hier eine Furcht und Angst vor einem angeblich so gemeingefährlichen Virus?
Gibt es denn nicht etwas zu untersuchen, meine lieben Abgeordneten? Mit welchem Recht nennt ihr euch eigentlich Volksvertreter? Ich habe hier in Berlin studiert. Ich habe das politische Spiel Anfang der 90er so ein bisschen mitbekommen, durfte da so ein bisschen reinschnuppern. Zum Glück bin ich nie in eine Partei eingetreten. Zum Glück, ja, und bin es bis heute auch nicht. Aber da habe ich gesehen, ja, welche Menschen im Bundestag uns vertreten, wie das Spiel ist, wie der Fraktionsvorsitzende mit Zuckerbrot und Peitsche die Abgeordneten zu Stimmvieh macht. Marco Bülow aus der SPD, ja, der kann zum Beispiel ein Lied singen und hat es auch getan. Im Hyde Park, da gibt es eine Stelle, die heißt Speaker's Corner, Rednerecke. Die ist weltweit bekannt dafür, für Redefreiheit. Und das ist dort passiert, da stellte sich auch wieder ein Arzt einmal hin und sprach zu Leuten. Und dann kam eine Polizeieinheit im Sprint und hat diesen Mann verhaftet. Dabei wäre es höchstens eine Ordnungswidrigkeit gewesen mit einer festgesetzten Geldbuße. Also nicht zu einer Verhaftung. Und wir müssen es zur Kenntnis nehmen, dass jetzt auch schon Menschen nur wegen einer vermuteten Ordnungswidrigkeit, wie falsch parken oder zu schnell fahren, 22 Stunden in Haft gehalten werden, wo sie mit ihrer Frau nicht sprechen können, wo der Anwalt erstmal nicht zugelassen wird, wo medizinische Versorgung nicht passiert, wo selbst nach 22 Stunden kein Arzt kommt, wo kein Foto von den Verletzungen der Verhaftung gemacht wird. Ja? Und was hatten die denn da in England für eine ganz gefährliche Fracht? Gut, wer war es? Ich war es selbst, ja. Deswegen kann ich aus erster Hand berichten. In diesem vorbereiteten Gefängniswagen, weil ich ein Parksünder war. Ich stand auf einer Parkbank und das wird mir bis heute offiziell vorgeworfen, zu mehr als 30 Leuten gesprochen zu haben. Und das war offensichtlich für die Mächtigen so gefährlich, dass sie dann in diesem vorbereiteten Gefängniswagen mit Blaulicht in Hochgeschwindigkeit in Zickzack nonstop eine halbe Stunde durch London gefahren sind, wie beim James Bond Film. Wovor hatten die denn Angst? Was war denn diese gefährliche Fracht? Und ich kann euch sagen, dieses Gefährliche sind die Informationen. Und die Informationen sind in der Tiefe auf dem ACU2020.org. Aber es geht um eine Sache, die noch wichtiger ist. Warum war es denn ausgerechnet bei mir? Ich habe im September 2019 diese Corona-Erregerpanik 4 Monate vorhergesagt. Das ist kein Scherz. Es gibt ein etwa 2-stündiges Interview auf der Plattform CanFM. Dies ist noch nicht gelöscht worden. Schauen Sie sich das bitte an. Sichern Sie das, verteilen Sie das. Dort sind wirklich die Fakten da. Und nach etwa einer Stunde 20 bin ich dann halt von der Vergangenheit in die Zukunft gegangen und habe gesagt, es rollt eine neue Erregerpanik auf uns zu, die inszeniert ist. Und dahinter stehen Menschen, mächtige Menschen mit Interessen, Oligarchen. Aber auch das Impfgeschäft ist nur ein Nebengeschäft dazu. Aber man kann es daran ganz kriminalistisch sehen. Und jetzt ein konkretes Beispiel zu bringen, wer das noch nicht gesehen hat, ja, dieses Interview auf der Plattform CanFM im Gespräch, wo auch Rita Süssmuth schon gesessen hat. Dort waren die Fakten schon dargelegt, dass wir es hier mit einem weltweiten mafiösen Verbrechen zu tun haben. Und das haben wir auch schon am 7. Mai 2020 hier in Berlin auf einer Pressekonferenz gesagt. Und das ist sogar bei den Tagesthemen gesendet worden. Schauen Sie nach, Tagesthemen 7. Mai 2020. Dort hatte ich auch schon gewarnt und es ist im österreichischen Fernsehen genauso wie bei den Tagesthemen gesendet worden. Und ich kann es nur unterstreichen, bitte nehmen Sie es ernst. Es hat nichts mit meiner Person zu tun.
Ich muss Ihnen aber nur als Arzt und als Mitmensch sagen, wir befinden uns inmitten eines weltweiten mafiösen Verbrechens. Und Sie sehen doch mit gesundem Menschenverstand, dass das hier nicht aufgeht. Wir haben doch kein gemeingefährliches Virus, ja, das hier die Leute dahinrafft. Wir haben doch gesehen, dass die Panik, die im März gemacht worden ist, als die Stationen, Krankenstationen freigeräumt worden sind, wo 90% der notwendigen Operationen nicht durchgeführt worden sind, und das sind Daten aus dem Bundesinnenministerium für Mai und für März und April 2020. Da sind ganz viele Leute dran gestorben und haben auch Behinderungen erfahren deswegen. Und warum? Weil hier ja dieses allgemeingefährliche Virus umgehen sollte. Das hat nur nicht existiert. Wir sehen keine Übersterblichkeit in den Statistiken. Das sind einfach ganz klare Faktendaten. Und bitte auch alle, die noch nicht informiert sind, das, was Sie immer hören mit Infizierten und die infizierten Zahlen steigen an. Ich kann es Ihnen nur sagen, Infizierte sind nicht Kranke und schon gar nicht Schwerkranke. Und dieser PCR-Test, ja, der so fehlerhaft ist, insbesondere wenn der Durchseuchungsgrad nur so niedrig ist, dann ist etwa die Hälfte der positiven Tests ist tatsächlich falsch. Das ist reine Mathematik. Und wir haben das im Corona-Untersuchungsausschuss auch schon dargelegt. Mein Kollege dort, Professor Martin Hadic, hat auch bei OAL Media einen guten Bericht darüber gegeben und ist haarklein auseinandergelegt, dass etwa 50% der PCR-positiven Tests falsch sind, wenn man, wie bei uns, einen so niedrigen Durchseuchungsgrad in der ganzen Bevölkerung hat. Schauen Sie sich die Fakten an. Es lohnt sich. Es lohnt sich, da mal reinzugehen in die Fakten. Warum? Weil wir jetzt selber halt auch geschädigt werden. Wir selber sollen einen Mundschutz tragen, unsere Kinder sollen den tragen, sie werden dadurch teilweise traumatisiert und auch körperlich geschädigt. Die Wirtschaft geht runter, wir haben hier einen Lockdown, wir sehen die Überwachungsmaßnahmen, viele werden an die 30er Jahre erinnert. Wollen wir das hinnehmen? Das ist ein klares Nein. Und ich stehe auch dafür. Und einfach mit euch, um das immer wieder zu sagen. Nein, wir werden sie nicht durchlassen. Spanisch, no pasarán. Und deswegen auch nochmal ein herzlichen Gruß auch an die spanischen Ärzte, die Medicus Polavadat, angeführt auch von Dr. Natalia Prego. Wunderbar, was ganz normale Menschen, ja, schaffen können, wenn sie sich nur trauen. Und ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch. Ihr könnt es auch alle. Und selbst wenn ich jetzt verhaftet werden sollte und eingesperrt werden sollte, wie Assange, dem geht es noch viel schlechter, der ist immer noch da drin, unrechtmäßig. Wir haben hier keinen Rechtsstaat. Wir haben hier, auch im Europäischen, haben wir immer in den wichtigen Sachen einen Ausnahmestaat. Wir haben einen dualen Staat. Meistens geht es ja mit rechten Dingen zu, ja? Aber dann sehen wir, wenn die Mächtigen es wollen, gibt es die Ausnahmen. Auch da kann ich nur faktenbasiert einen guten Vortrag von Dirk Pohlmann empfehlen, der duale Staat. Schauen Sie sich das an. Und nochmal, international ist es auch so, dass keine Gefahr ausgeht. Denn die ganzen Daten in den anderen Ländern zeigen es. Und Schweden, wo auch kein Lockdown gemacht wird, war, wo auch kein Maskenzwang da war. Da sind die Zahlen auch nicht anders. Wir haben dort auch keine erhöhte Übersterblichkeit. Das ist eine Illusion und das ist ein Verbrechen. Und wie Ralf Ludwig, der gute Anwalt, es auch auf einer Demonstration gesagt hatte, das Schlimme ist, dass jetzt auch sogar die Gerichte versagen. Denn normalerweise, ja, wenn jetzt plötzlich jemand kommt, wie so ein Schulleiter und sagt, hier, Maske aufziehen,
dann müsste es ja so sein, dass dann die Eltern hingehen auch zum Gericht und sagen, Moment, lass uns das mal überprüfen, Verwaltungsgericht. Nur, was machen die ganzen Gerichte in diesen ganzen Einzelfällen immer? Sie verschieben es auf Jahre. In der Sache wird nicht entschieden, ja, sondern immer nach hinten gemacht. Nur Eilentscheidung. Ich kann es juristisch nicht so gut ausdrücken. Aber das bedeutet, dass sie alle ihren Schwanz einziehen. Ja? Und das kann nicht sein. Richter, Anwälte, wo seid ihr? Und auch nochmal, viele wissen es, ich bin Reserveoffizier. Diejenigen, die auch eine Amtseid geleistet haben, die Bundesrepublik Deutschland zu schützen, deren Menschen, genauso wie alle Beamten ein Amtseid abgeleistet haben, genauso wie die Regierung und die Abgeordneten, nicht dem Volk nicht zu schaden, sondern zu helfen. Auch die Ärzte. Das Erste ist, nicht zu schaden. Deswegen ein bisschen Mut und Zivilcourage. Mehr braucht es nicht, um diese falschen Befehlsketten zu unterbinden. Deswegen danke ich allen, die heute hier sind, die auch Gesicht zeigen, die Flagge zeigen, ja, und die friedlich sind. Wir sind nicht rechts, nicht links, nicht oben, nicht unten, nicht dick, nicht dünn. Ja? Und das sind nur halt die Beispiele, die hier oben stehen. Sie können das alles auch alleine. Das braucht mich nicht. Ja? Auch deswegen, der ganze Dank, der immer ausgedrückt wird, kann ich nur wieder an euch alle zurückgeben. Ja? Und es kommt immer mehr und mehr. Das ist auch schön, deswegen möchte ich das mit euch allen auch teilen dafür. Das kommt natürlich hauptsächlich bei uns Sprechern an, aber das ist auch euer Lob, euer Dank, dass ihr hier seid, dass ihr das friedlich auch weitertragt. Deswegen danke ich euch. Danke! Und deswegen zum Schluss. Ja. Eine Sache möchte ich dann noch mal loswerden, auch für die, die schon Reden gehört haben und noch mal in die Tiefe gehen wollen. Wie dicht es ist und wie auch kriminalistisch nachvollziehbar ist, wenn endlich mal Staatsanwaltschaft und Kommissare da kommen würden. Wir unterbrechen einmal. Entschuldigung, Sie unterbrechen muss. Es ist schon wieder kurz davor aufgelöst zu werden. Bitte haltet die Mindestabstände ein. Macht nochmal die Arme breit. Breit aus die Flügel beide, ja, und dann mal kurz im Kreis drehen, dass wir unseren Gottesdienst hier bitte noch ungestört halten können, wenigstens, der gleich kommt. Und geht ein bisschen nach hinten, wir haben die ganze Karl-Marx-Allee letztlich für uns. Bitte haltet die Abstände, schaut, dass ihr, wenn ihr nicht zu einem Haushalt gehört, das heißt, wenn ihr ein Pärchen seid oder eine Familie, WG zählt nicht, ist für die Polizei nicht gut erkennbar. Wenn ihr als WG zusammensteht, könnt ihr das nicht erkennen. Also bitte nur Pärchen und Familien zusammen. Und die anderen bitte haltet Mindestabstände. Ich bin gerade hier erst angekommen, in Polizeigewalt gestanden, bis eben. Ich möchte das nicht schon wieder erleben, ja? Also kommt bitte und geht ein bisschen nach hinten durch. Macht mal alle 10 Schritte zurück oder 20, dann haben wir mehr Platz. Da kommt schon wieder die Polizei. Ich bitte die Polizei, zurückhaltend zu sein, ja? Benehmt euch fair. Benehmt euch friedvollen Demonstranten gegenüber fair. Sehr schön, danke. Ich sehe da schon wieder Bewegung da hinten. Wunderbar. Also, nur das Letzte. Jens Spahn hat im Juni mit anderen Regierungen zusammen 300 Millionen Impfdosen gekauft von der Firma AstraZeneca. Das ist aber nicht der Hersteller. Ja? Der Hersteller ist die kriminelle Firma Emergent BioSolutions. Eine amerikanische Firma, die seit ihrer Gründung eigentlich Bioport heißt und davor nicht sich umbenannt hat. Und wir hatten das gleiche Muster schon 2001 mit Antrax. Informieren Sie sich darüber. Wir hatten das gleiche schon einmal.
Deswegen, der Impfstoff, der jetzt schon vorbereitet ist, ist von einer kriminellen Firma. Danke fürs Zuhören. Ich beende hiermit offiziell diese Versammlung, bevor die Polizei das tut, und berufe hiermit gemäß § 17 Veranstaltungsgesetz einen Gottesdienst ein. Freiheit! Freiheit!
Unverzüglich mit diesen Kindern im Bereich zu verlassen.
mitgenommen. Das können wir so gar nicht zulassen. Also ich höre nochmal die Eltern auf, verlassen Sie sich den Kindern bereit. Wir werden polizeiliche Maßnahmen vollziehen, die Staatsteilnehmer einer unerlaubten Versammlung. Was ist das für ein Beruf, was ihr da gerade ausübt?
Ohne demokratische Beschlüsse dieses Parlaments. Und Sie müssen die ausführen. Ich weiß, dass viele von euch vielleicht nicht gut finden, ja, aber wir brauchen euch. Wir müssen wissen, dass wir uns in einem verfassungswidrigen Zustand befinden. Es haben zwei Rechtsgutachten für den Bundestag demnächst festgestellt von Professor Dr. Kinkrin, medizinischer Gutachter, hat gesagt, wir sind in einem verfassungswidrigen Zustand. Und ich weiß, dass viele von euch ein Herz dafür haben und wissen, dass wir glücklich sind und wissen, dass wir alles, was wir wollen, ist wirklich, dass unsere Demokratie erhalten bleibt. Und wenn sie sich wegdrehen, heißt es, dass sie das auch nicht ertragen können, dass wir uns tatsächlich in einem antidemokratischen Zustand im Moment befinden unter diesem rechtswidrigen Regime. Es ist, dieses Verordnungsregime ist nicht mehr demokratisch legitimiert. Es gibt keine Kriterien dafür und das wisst ihr. Und es ist in Ordnung, wenn ihr sagt, okay, wir führen eure Befehle aus, aber es gibt viele Kollegen, die schon demonstriert haben. Hier ist Bernd Eierlein, einer der Polizisten, die gesagt haben, ich kann das nicht mehr mitmachen. Warum? Ich bin dem Grundgesetz verpflichtet. Und wenn unsere Verfassung nicht mehr eingehalten wird, dann sind sie verpflichtet, das ihrem Dienst vor Gesetzen zu melden. Und er muss es auch melden. Mindestens zwei Dienstebenen höher. Machen Sie Gebrauch von Ihrem von der Demonstrationspflicht. Sie sind Beamte. Sie haben auf das Grundgesetz geschworen. Sie haben gesagt, Versammlungsfreiheit. Sie haben gesagt, dass wir körperliche Unversehrtheit haben. Ihr seid hier, um uns zu schützen. Und wenn unsere Demokratie das nicht mehr macht, dann ist es eure Aufgabe, das aufzuzeigen und zu sagen, stopp, und hier geht es gegen meinen Eid, den ich als Polizist für dieses Land geschworen habe. Herr Kubicki hat sich auch schon dagegen gestellt. Bravo! Er hat, wo er Ausnahmen machen darf vom Gesetz. Wo geht denn das, dass ein Minister entscheiden darf, was jetzt plötzlich recht ist und was nicht? Das darf die Exekutive in unserem Land nicht. Das darf nur das Parlament beschließen und es macht es jetzt gerade nicht mehr. Und ihr wisst es. Bitte informiert euch und lest dieses Rechtsgutachten. Es besteht für den Rechtsstaat vor uns. Es steht darum, um unsere Rechte zu schützen. Und es wird nicht mehr getan von unseren Politikern. Es ist eure Aufgabe zu sagen, nein und stopp. Wir sind nicht gegen euch, wir sind gegen die, die Entscheidungen treffen. Und da oben, die da hinten drin sitzen, ja, die unsere Grundrechte einschränken, die unsere Verfassung nicht mehr ernst nehmen. Und ihr habt euren Eid auf die Verfassung geschworen.